Oberst und Bonner, ich habe eine Frage, die sich vielleicht ein bisschen persönlicher auch auf Sie bezieht. Und zwar hatten Sie ja vorhin gesagt, dass das Center of Gravity der Ukraine, ich sag mal, die Unterstützung der westlichen Staaten ist. Das weiß natürlich aus Russland. Und deswegen sehen wir ja diese ganzen Cyberangriffe, Desinformationsangriffe, Sabotage, Spionage und so weiter und so fort. Jetzt habe ich mich, nachdem Sie so ein bisschen vorgetragen haben und ja auch sehr präsent sind überall und gezeigt haben, dass Sie in der ganzen Welt unterwegs sind, gefragt, inwieweit Sie eigentlich das Gefühl haben, dass Sie und Ihre Expertengruppe durch die Russen als Störfaktor wahrgenommen werden. Denn was Sie letztlich tun, ist ja, in Gesellschaften einen kleinen Anteil dazu beizutragen, dass Menschen sich pro Ukraine für die Unterstützung der Ukraine aussprechen und so weiter und so fort. Bedeutet also, sind unter Ihren Videos, die Sie posten, haben Sie das Gefühl, da kommt eine Menge russische Trolle draufgesprungen? Oder gibt es über Sie selber Desinformationen? Werden Sie irgendwo mal bei Russia Today vor die Kamera gezerrt und es wird irgendeine blöde Geschichte über Sie erzählt oder ähnliches? Würde mich tatsächlich mal interessieren. Ja, das ist natürlich eine absolut berechtigte Frage. Ich versuche jetzt umfassend zu antworten. Ja. Also zuerst vielleicht einmal, wie kam es überhaupt dazu, dass wir diese Rolle bekommen haben? Eben aufgrund einer aus meiner Sicht damals strategischen Entscheidung in der Direktion für Kommunikation, die es damals schon gab, die gesagt hat, okay, wenn jetzt dieser Krieg ausbricht, und die Indikatoren waren ja faktisch ganz klar auch erkennbar, auch wenn viele das nicht wahrhaben wollten, dann müssen wir auch den Zustand der österreichischen Streitkräfte betrachtend diese Situation strategisch nützen und versuchen, den Menschen zu erklären, seht her, erstens, im Bundesheer gibt es nicht nur Idioten. Ja, Sie lachen vielleicht, aber es ist so. Ja, viele glauben das, ja, dass man die Uniform nur dann anzieht, wenn man sonst keine Alternativen hat. Das stimmt nicht. Ja, das glaube ich, brauche ich Ihnen nicht erklären. Und zweitens, es ist wirklich ernst. Und das ist ganz wichtig für Österreich, weil Sie wissen, Österreich hat oft so ein bisschen für sich selbst in Anspruch nehmen, die Situation, da passiert irgendwas und wir sind auf einem anderen Planeten, dort oben irgendwo. Ne? Also egal, was passiert, es geht uns alles nichts an. Ja, wir haben das nicht angefangen, das interessiert uns nicht. Ja, wir sind eine kleine Insel am Donaustrand und wenn das Hochwasser kommt, dann hebt und senkt sich dies ungefähr. Das stimmt aber nicht. Ja, wir sind erstens einmal Teil der westlichen Wertegemeinschaft, Teil der Europäischen Union. Wir sind da mittendrin statt nur dabei. Ja, wenn es Ihnen nicht gut geht in Deutschland, dann geht es uns nicht gut. Stichwort deutsche Wirtschaft und so weiter und so fort. Ja. So, das heißt, also das ist uns gelungen. Ja, wir haben die Leute abgeholt. Was mich oft kränkt, ist, wenn dann Leute kommen und zu mir sagen, also Herr Reisner, dass es so Leute wie Sie beim Bundesheer gibt, das hätte ich mir nicht gedacht. Da sagen wir, was haben Sie gedacht, dass da lauter Idioten sind? Nein, so wird das nicht gemeint, aber praktisch klingt das dann durch. Und das Zweite ist, wenn Sie sich anschauen, was das österreichische Bundesheer jetzt, und wir können es ja selber fast nicht glauben, ja, hier unternimmt, maßgeblich, ja, das ist beeindruckend. Wir haben also ein Landesverteidigungsfinanzierungsgesetz auf die Beine gestellt. Wir haben mittlerweile von den 18 Milliarden, die wir uns vorgenommen haben, 9 Milliarden zweckgebunden. Da wird also beschafft, da sind Verträge unterschrieben, das läuft jetzt zu. Ja. Das Orge, sage ich jetzt auf Österreichisch, es wird nicht am Gerät scheitern, sondern wie bei Ihnen auch das Problem, die Demografie. Ja? Wir brauchen die Soldaten, um das Gerät dann zu bedienen, faktisch. Ja? Wenn Sie jetzt Pilot werden wollen, kommen Sie zum österreichischen Bundesheer. Sie können wählen zwischen einem italienischen Ferrari auf der einen Seite oder möglicherweise anderen Dingen, die da in der dritten Dimension sonst herumschwirren als solches. Ja? Und wir haben Gott sei Dank noch die Wehrpflicht, wo wir zumindest den jungen Österreicher erklären können, es macht Sinn, zu uns zu kommen. Ja? Also ich glaube, dass das absolut richtig war. Und es war auch nicht so einfach, dass sich das durchgesetzt hat, aber wir haben zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung getroffen. Das hat uns geholfen. Und selbst wenn ich jetzt von heute auf morgen abtrete, wird einfach dieser Eindruck ein positiver bleiben und wird sagen, jawohl, das Bundesheer muss jetzt da nachhaltig unterstützt werden, damit wir nicht völlig planlos quasi hier durch die Weltgeschichte, durch die sicherheitspolitische schwirren. So, jetzt zu meiner Person. Das, für das ich bekannt geworden bin, ist meine neutrale und objektive Berichterstattung. Wobei, Achtung, wir sind Teil der europäischen Wertegemeinschaft. Also jeder Aggressor, der das Völkerrecht bricht, ist klar zu verurteilen. Das sagt auch jeder bei uns, ganz klar. Man will es oft vielleicht nicht so hören, aber es ist genau so. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns die ganze Zeit die Dinge selbst schönreden sollten. Sie wissen, als Offizier, es ist Ihre höchste Pflicht, in einem Lagevortrag Ihrem Vorgesetzten gegenüber eine objektive Lagedarstellung zu machen, so gut Sie das können. Sie dürfen dem nicht erzählen. Also wissen Sie, Herr General, wenn wir da jetzt angreifen, machen Sie da keine Sorgen, weil die Russen sind alle betrunken. Wenn da unser Leopard kommt, die werden einfach davon rennen. Sie müssen sagen, Herr General, ich muss Ihnen sagen, wir werden da morgen angreifen, aber es hat keine Shaping-Operation gegeben und die Stellungen sind unversehrt. Also wenn wir da jetzt hineinfahren, dann wird es Tote geben. Ist uns das bewusst? Nehmen wir das in Kauf? Und genau das versuche ich die ganze Zeit. Ich versuche zu sagen, seht her, aber
es gibt diese und diese Erfolge, aber es ist das und das, was fehlt. Das tue ich dir. Und ich glaube, das hat mich so erfolgreich gemacht. Ja. Und jetzt kommt das Tragische oder Gute, beide Seiten haben was davon. Ja. Also viele Ukrainer kommen zu mir und klopfen mir auf die Schulter und sagen, Gott sei Dank gibt es wenigstens einen, der das sagt, damit die Leute verstehen, was wir brauchen. So prekär ist es. Und wenn sie oft in die russischen Medien sind, dann sagen sie, sehen sie, Polkovnik Reisner hat gesagt so und so. Also die Ukrainer sind da kurz vorm Kessel. Also jeder findet was. Darum werden die Russen wahrscheinlich nichts tun, um mich zum Schweigen zu bringen, weil sie mich nützen können. So wie die Ukraine nichts tun wird, um mich zum Schweigen zu bringen, weil ich ihnen auch nützen kann, praktisch. Ja. Also ich drücke das jetzt ein bisschen überspitzt aus als solches. Also da mache ich mir eher weniger Sorgen. Ja. Meine Aufgabe ist es, der österreichischen Bevölkerung zu vermitteln, dass die Situation ernst ist, dass sie auch uns betrifft und dass wir dafür Sorge tragen sollten, dass wir uns darauf vorbereiten. Und der wesentliche Motivationsfaktor für mich, warum ich heute hier bin und morgen um 5 Uhr wieder heimfliege, ist meine 3 Kinder. Sage ihnen so, wie es ist. Die werden mich einmal fragen, lieber Papa, was war damals deine Rolle als Österreicher? Und ich sage, ihr könnt es euch nicht vorstellen, irgendwie haben wir plötzlich diese Präsenz bekommen und ich bin durchs ganze Land getingelt und auch im Ausland habe versucht zu erklären, dass die Situation ernst ist. Und bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe keinerlei Interesse daran, dass meine Kinder, darunter 2 Söhne, irgendwann einmal im Schützengraben stehen. Ich will, dass sie genauso aufwachsen wie ich, aber in Freiheit. Und darum tue ich das. Und wenn wir uns treffen in 10 Jahren und Sie sagen, wow, Herr Oberst, da haben Sie uns aber ordentlich Angst eingebläut und so weiter, und dann sage ich, tut mir leid, Gott sei Dank ist nichts passiert. Ich lade Sie auf ein Glas Wein ein, sind wir froh, dass nichts passiert ist. Aber Sie können nicht sagen, Sie hätten es nicht gewusst, weil ich habe es Ihnen gesagt, heute und hier. Sie können nicht rausgehen und sagen, das geht mir nichts an. Und Sie sind NATO-Mitglied. Sie haben eine ganz andere Ambition als wir in Österreich. Das muss Ihnen bewusst sein.